Man kann natürlich auch Ansichtsfenster über den Eigenschaftsmanager gestalten. Ich habe das jetzt markiert, jetzt mit E, Enter oder Eingabe. Jetzt habe ich die Liste der verschiedenen Eigenschaften des Ansichtsfensters. So die Farbe, Layer, Linientyp und so weiter, so wie normal, was man erwarten würde. Noch dazu, ob das ein- oder ausgeschaltet ist. Zugeschnitten, Anzeige gesperrt, das ist das, was wir hier haben. Und dann die verschiedenen Maßstäbe kann man auch hier ändern, zusätzlich zu dieser Möglichkeit hier unten. Visueller Stil, Schattierungsplot, die werden bei 3D-Modellen interessant. Aber da haben wir weitere Gestaltungsmöglichkeiten. So, man kann natürlich auch Ansichtsfenster so bewegen und ändern, so wie alle anderen AutoCAD-Objekte, so wie verschieben. Man kann die auch drehen. Ich mache einmal zurück. Wir können das auch so einstellen, dass die Objekte innerhalb des Fensters bleiben erhalten und nur das Fenster in Form rotiert wird. Dafür müssen wir die Systemvariable VP Rotate Asoc ändern von 1 auf 0. Das macht man, indem man das einfach eintippt. VP für Viewport. Rotate Asoc. Eingabe 0 Eingabe. Wenn wir das jetzt drehen, werden Sie merken, diesmal ist es etwas anders. Der Inhalt ist so geblieben, wie es vorher war, nur dieser Fensterumriss hat sich gedreht. Ich mache wieder zurück. Die Darstellungsmöglichkeiten bei Ansichtsfenster sind fast unbegrenzt. Hier ist es nicht ganz so offensichtlich, weil im Modellbereich ist nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Ich nehme aber eine andere Zeichnung, wo das viel klarer ist. Hier in diesem Wintergarten gibt es eine Fülle an Objekten. Wenn wir zum Modellbereich gehen, dann sehen Sie, wir haben eine Menge 3D-Objekte, wir haben einen Grundriss, wir haben Querschnitte verschiedener Art und zusätzlich haben wir sehr viel im Detail. Eine Zeichnung kann wirklich kompliziert werden. Wenn wir zum Papierbereich gehen, dann sehen wir, wie die Gestaltung von Ansichtsfenster unsere Zeichnung viel leichter zu verstehen macht. Wenn wir hier einzoomen, können wir das ein bisschen vorzeigen. Ich werde diese Ansichtsfenster hier aktivieren. Wir sind jetzt in einem aktivierten Ansichtsfenster, dass wir praktisch im Modellbereich arbeiten können, vom Papierbereich aus. Gut, ich werde jetzt hier unser Layer-Eigenschaftsmanager aufrufen. Und Sie werden merken, wenn ich in diese Filter gehe, dass in diese Ansichtsfenster sind alle 3D-Objekte gefroren. Mit Rechtsklick, alle auswählen, wieder einschalten, dann sehen Sie, in diesem Ansichtsfenster werden alle 3D-Objekte wieder eingeschaltet. Diese Möglichkeit zur Auswahl, einfrieren, tauen, gibt uns sehr viele verschiedene Möglichkeiten hier. Wir können zum Beispiel, so wie es hier ist, alle Details frieren, wobei die Profile und notwendige Linien erhalten bleiben. Wir können sogar, das ist relativ neu bei AutoCAD, können wir die Farbe von Objekten innerhalb eines einzelnen Ansichtsfensters ändern. Wir werden hier schauen bei Profile. Im Moment sind die Profile blau. Das ist bei mir eine Linienstärke von 2,5 Zehntel. Ich kann das jetzt hier ändern.
alle markieren, die blau sind. Da ist noch einer. Und dann kann ich hier die Farbe ändern. Diese Änderung gilt nur für diese Ansichtsfenster. Das heißt, dass in diesem Ansichtsfenster, weil bei mir rot einen Stift darstellt von 0,18 mm, sind jetzt diese Profile etwas feiner gezeichnet. Das erscheint nicht ganz so stark und dick und tintenvoll in dem Ausdruck. Aber wenn wir zu einem anderen Ansichtsfenster gehen, dann sehen wir, da hat sich nichts geändert. Die Profile sind immer noch blau. So, das ist ein sehr großer Vorteil. Wir werden hier ein weiteres Ansichtsfenster erstellen, indem wir einfach diesen einen hier kopieren. Werde ich entsperren, dass ich hier einzoomen kann. Ich werde das einen Maßstab geben von 1 zu 2. Wieder sperren. Da werde ich die Farben zurückändern. Da haben wir unsere Farben zurück. Ich möchte aber nicht diese riesen Bemaßungen in meiner Detailzeichnung haben. Das ist 1 zu 2. Buchstaben in der Größe von mehreren Zentimeter gehören nicht dahin. Kein Problem. Ich kann auch jeder einzelne Ansichtsfenster natürlich eine Definition geben, eine Einstellung geben, welche Layers da erscheinen sollten oder nicht. Ich weiß zum Beispiel, dass diese Bemaßungslinien auf dem Layer Grundriss Bemaßung zu finden sind, im Ansichtsfenster frieren. Andere Dinge, die da sind, die ich haben möchte, kann ich wieder anmachen. Kann ich wieder tauen. So meine Details zum Beispiel. Kann ich wieder tauen. Ich kann meine ganzen Detailobjekte hier auch tauen. Und da haben wir eine Detailzeichnung. Ich habe nichts Neues gezeichnet. Ich habe nur die Objekte, die schon vorhanden sind, schon gezeichnet waren, dargestellt. Lass uns das jetzt in der anderen Zeichnung vorführen. Und dann sehen wir insgesamt, wie das funktioniert. Hier sind wir im Modellbereich, wo wir unsere Tür gezeichnet haben. Wir gehen zu unserem neuen Layout. Da haben wir unser Ansichtsfenster, wo das dargestellt worden ist. Wir möchten aber einen Zeichensrahmen haben. Das werde ich jetzt einfügen. Das heißt A4 Rahmen. Das wird am Punkt 000 eingefügt. Das wollen wir nicht machen gerade jetzt, so ich sage einfach OK. Da haben wir unsere Rahmen dann. Ich kann diese Ansichtsfenster so hinschieben, wie ich das für richtig finde. Ein bisschen mittig, ein bisschen nach oben, sagen wir 12 mm. Nur das ist ein bisschen ordentlich, jetzt kann ich diese Ansichtsfenster ein bisschen anstrecken. Und da haben wir das. Wenn wir jetzt drücken möchten, wir haben schon unsere Seite eingerichtet. Ich werde nur hier sagen Fenster von der Einfügepunkt von meinem Rahmen, diese Ecke, mit der Vorschau vergleichen. Da muss ich was drehen. Hochformat, Vorschau. Da muss ich auch einpassen.
das sieht gut aus. Jetzt könnte ich das rein theoretisch drücken. Noch besser. Okay, so, um das alles zusammenzufassen. Zuerst muss man daran denken, was für einen Unterschied es gibt zwischen Modellbereich, wo wir grundsätzlich alles konstruieren, und unser Layout-Bereich, unser Papierbereich, wo alles dann zum Plotten dargestellt wird. Es gab diese Seiteneinrichtungsmanager, wo wir dann schon im Voraus unser Plotter und so weiter auswählen können. Es gibt die Gestaltungsmöglichkeiten in dem Ansichtsfenster. Wenn das aktiviert ist, kann ich dann einen Maßstab eingeben. Ich kann die verschiedenen Layers ein- und ausschalten. Ich kann sogar die Farben von verschiedenen Layers nur für diesen Ansichtsfenster ändern. Das gibt uns natürlich sehr viel an Gestaltungsmöglichkeiten und Darstellungsmöglichkeiten, dass man mit weniger Arbeit die Zeichnungen einfach besser und klarer machen kann.